für die CDU-CSU-Fraktion. Es ging halt so lange. Ich kann sagen. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Innenminister hat vorhin einen interessanten Satz gesagt, den man etwas mit Fakten untermauern muss. Dann wird das Problem, glaube ich, deutlich. Er hat gesagt, über das Netz des Bundes, zu dem der Deutsche Bundestag nicht gehört, ist ein stabiler Schutzschild gelegt durch das BSI und verhindert Angriffe, wie wir sie jetzt erleben müssen. Wenn man wissen will, wie viele Angriffe da jeden Tag verhindert werden und damit die Dimension der Bedrohung auch mal wahrnimmt, dann muss man sich die Zahlen ansehen. Dieses Schutzschild verhindert jeden Monat 90.000 Zugriffe auf infizierte Server aus Rechnern der Bundesverwaltung. 90.000 Mal wäre es sonst dazu gekommen, dass ein Mitarbeiter durch einen versehentlichen Klick auf einem Server landet, der mit Schadsoftware oder Teil eines Botnetzes ist. In 90.000 Fällen passiert bei uns nicht. Dieses Schutzschild verhindert jede Woche 15 bis 20 oder gar mehr hochkomplexe Angriffe auf das Netz. Darunter mindestens auch jeden Tag einer mit Nachrichtendiensthintergrund. Das ist die Dimension der Bedrohung. Hier wissen wir es. Bei uns selber, wo wir für die IT-Sicherheit verantwortlich sind, wissen wir es nur sehr begrenzt. Und Frau Kollegin Pau, ich bin Ihnen dankbar für die Klarstellung, dass Sie natürlich nichts dagegen haben, dass auch der Deutsche Bundestag, wenn er so angegriffen wird, wie er jetzt angegriffen wurde, auf die Expertise der Sicherheitsbehörden, des BSI und des Bundesamtes für Verfassungsschutz zurückgreift, ja zurückgreifen muss. Und Frau Kollegin Künast, es war eben ein anderer Eindruck, den man in den letzten Tagen haben musste aus der Debatte. Man musste den Eindruck haben, dass die Opposition angesichts dieses Angriffes auf den Deutschen Bundestag, anstatt sich der Expertise zu bedienen, lieber allein vor sich hingewurstelt hätte. Das ist so ähnlich, als wenn bei einem Hausbrand der Besitzer vorm Haus steht und die Feuerwehr ablehnt, weil ihm die Farbe nicht gefällt und stattdessen eine Löscheimerkette machen würde. Das war Ihre Position, wie sie wahrgenommen wurde. Und das ist dann, das ist auch nicht modern. Und deshalb glaube ich, mit der Farbe hättet ihr kein Problem, Gerold, und mit der Feuerwehr wahrscheinlich auch nicht. Aber es beschreibt das Problem, vor dem wir stehen und weshalb wir, weil wir kein Lagebild haben, was die Bedrohung der Industrie angeht, das so konkret ist wie beim Netz des Bundes, ein Gesetz brauchen, in dem wir a) festlegen, was ist eine kritische Infrastruktur. In den Bereichen Logistik, Verkehr, Energie, Wasser, Gesundheit oder Ernährung, dass wir Mindeststandards vorgeben. Dagegen kann man doch nichts haben. Ich weiß nicht, ob ich Sie falsch verstanden habe, Frau Künast, aber ernsthaft zu sagen, das sei schlecht und dann gleichzeitig, wir brauchen Standards, wir geben sie jetzt vor. Aber zunächst einmal muss man wissen, wer fällt darunter? Was sind die Standards für die Sicherheit des IT-Systems eines Energieversorgers? Wollen wir große Stadtwerke so laufen lassen, wie sie sind? Und dann gibt es ein Blackout in einer großen Stadt? Oder wollen wir Standards vorgeben? Das machen wir jetzt. Und wir geben sie auch für die für die Bundesregierung vor. Wir haben etwas gemacht, was gerade das Ressortprinzip ja aufhebt. In der Vergangenheit war es so, dass gern jedes Ministerium selber am besten wusste, was für die IT-Sicherheit das Beste ist. Das haben wir jetzt geändert. Das BSI gibt die Standards vor und damit hat man einheitliche Sicherheitsmechanismus. Das ist der einzige Weg, der richtig ist. Keinen Flickenteppich mit jeder Insellösung, jeder macht es anders, sondern einheitliche Standards. Genau das tun wir mit dem Gesetz und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur IT-Sicherheit auch des Bundes. Und jetzt das Thema Meldepflicht. Frau Kollegin Künast, ich weiß nicht, ob Sie so die Bestrebungen der letzten Jahre mitverfolgt haben. Es gab eine ganze Reihe von kooperativen Ansätzen mit der Industrie. Es gibt Kritis, es gibt Austauschplattformen, aber sie basierten immer auf freiwilliger Meldung. Und jetzt machen wir uns nichts vor, es ist für ein Unternehmen ja überhaupt nicht attraktiv, sagen zu müssen, gestern wurde unser Rechenzentrum angegriffen.
Wer will denn das machen in die Öffentlichkeit hinein? Deshalb brauchen wir ein Verfahren, dass es gemeldet wird, damit wir Lageerkenntnisse haben. Aber wir garantieren ja auch Anonymität oder Vertraulichkeit. Und genau das tun wir. Aber ohne die Meldepflicht wissen wir nicht, wie umfangreich die Angriffe sind. Wissen wir nicht, welche neue Schadsoftware kommt. Wissen wir nicht, wo es vielleicht fast zu einem Ausfall der Energieversorgung gekommen wäre. All die Informationen, die wir im Netz des Bundes haben, brauchen wir auch bei kritischen Infrastrukturen. Und das erreichen wir mit diesem Gesetz, es erreichen wir mit der Meldepflicht. Und dass wir sie Bußgeld bewähren müssen, da verstehe ich jetzt gar nicht, warum die Grünen da jetzt ironisieren. Ich meine mich zu erinnern, dass Sie das auch immer verlangt haben, mit Begriffen wie zahnloser Tiger. Es ist kein zahnloser Tiger mehr, deshalb haben wir die Meldepflicht und wir haben auch eine Bußgeldanderung. Aber wir setzen darauf, und das sind auch die Signale, die wir aus der Industrie haben, dass hier kooperativ im Interesse der Sache auch mitgearbeitet wird. Und dann haben Sie sich immer beklagt im Innenausschuss, dass man hier eine Meldepflicht einführt für die Unternehmen, aber die Verwaltung, die Bundesverwaltung selber ja im Gesetzentwurf gar nicht vorkommt, mit Ausnahme der Standards. Da muss ich Ihnen sagen, da sind Sie weit der aktuellen Kenntnislage hinterher. Eine Meldepflicht für die Bundesverwaltung gibt es seit 2010. Seit 2010 müssen Behörden der Bundesverwaltung jeden IT-kritischen Angriff melden, unverzüglich oder, wenn er nicht ganz so bedeutend war, innerhalb eines Monats. Das haben wir dort schon. Im Bereich der Bundesverwaltung haben wir den Schutzschild, wir haben die Meldepflicht und das übertragen wir jetzt dort, wo es Sinn macht, auch auf die Betreiber kritischer Infrastrukturen. Das zu tun, ist mehr als richtig und wichtig. Und bitte nehmen Sie diese Platzpatrone als Argument einfach aus Ihrem Munitionsvorrat. Sie ist einfach falsch und wird nicht besser, wenn man sie dauernd wieder wiederholt. Und jetzt zum Verfahren noch, was wir getan haben, damit wir die Wirtschaft ja nicht überfordern. Wenn ich den Kollegen Pfeiffer hier sehe, der ja auch ein Interesse daran hat, dass die Unternehmen nicht überfordert werden. Wir lassen den Unternehmen 2 Jahre Zeit zur Umsetzung. Das, was es zu konkretisieren gibt, was der Gesetzgeber nicht konkretisieren kann, wenn es um so viel Technik geht, machen wir in einer Verordnung. Diese Verordnung wird nicht allein vom BSI erarbeitet, sondern gemeinsam mit der Wirtschaft, mit den Betreibern und mit den Verbänden. 2 Jahre Umsetzungszeit, bevor die Pflichten dann auch wirken und nach 4 Jahren, Kollege Reichenbach hat es angesprochen, eine Evaluation. Ich glaube, das ist ein sehr gutes, ein kluges, ein kooperatives Vorgehen und wir leisten damit einen großen und wichtigen Beitrag zur Sicherheit der IT in unserem Land. Natürlich könnte man noch viel mehr machen. Und wir beginnen mit den Bereichen, die besonders heikel sind. Energieversorgung, Wasser, Finanzen, Telekommunikation. Weitere Schritte müssen folgen. Und ich habe mir auch mal erlaubt, den Entschließungsantrag der Grünen durchzulesen, den Sie im Innenausschuss auch mit vorgelegt haben. Beifall kann ich leider keinen spenden. Es war ein Sammelsurium an Wünschen, was das grüne Herz so begehrt. Die roten und blauen Teams, Frau Künast, kamen nicht vor. Aber jede Menge grüne Wünsche. Aber man kann sagen, viele Wünsche, keine Lösungen. Insofern, glaube ich, ist dieser Gesetzentwurf deutlich besser, deutlich konkreter. Er dient der Sicherheit der IT in diesem Land und dem Fall hat er alle Zustimmung verdient. Herzlichen Dank. Christina Kampmann ist die nächste Rednerin für die SPD.